Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Ich befinde mich weiterhin im Land der Mysterien, wo wir bisher zwei ziemlich knackige Level spielen durften, bei denen es vor allem schwierig war, die ganzen Sammel-Items zu finden. Und der hier, der Typ, der will mal wieder 30 Grinseblumen haben, schätze ich. Oh, ich bin so kaputt. Ich will unbedingt diesen Berg erklimmen. Kannst du mir 30 Blumen bringen? Hier hast du. Yippie! Wieso sieht denn der rote Yoshi gerade so weich und flauschig aus? Ich finde, die Textur der Yoshis macht sonst eher einen kratzigen Eindruck, aber jetzt gerade ist er voll zum Knuddeln. Jo, vielen Dank, ich fühle mich neu gefaltet. Ah, dann wollen wir mal. Jetzt macht er wieder zwei Schritte und dann ist er wieder K.O. Wir kennen das. Oh, oho! Was war das denn für ein Jump? Jetzt bin ich aber richtig kaputt, Mann. Ich brauche wohl noch mehr Grinseblumen. Der ist auf diese kleine Insel rüber gehüpft. Da muss es ja auch noch irgendwas ganz Spezielles geben. Lass mich mal kurz rauszoomen. Mhm. Sieht sehr interessant aus, auch wenn das Wasser um die Insel herum etwas giftig aussieht. So, wo bin ich denn jetzt? Knall auf Fall. Auch hier gibt's wieder ordentlich Grinseblumen zu... Nein! Nicht diese Plattform. Ich fand die voll schrecklich. Die kamen bisher nur ein einziges Mal vor. Das sind die, die nur an einer Seite festgeklebt sind, sich drehen und dann so auseinanderklappen. Es ist voll unangenehm, auf denen sich zu bewegen. Bam, ba, ba, da, ba, dam, bam. Aha, gleich mal die Bazooka. Nicht mit mir. Ja, guckt euch das an, wie das schon wieder hier rumwiggelt. Kann natürlich auch sein, dass sie da unten schön was versteckt haben. Wenn es eine unsichtbare Fragezeichenwolke sein sollte, bin ich jetzt schon mal wieder richtig sauer. Also schon mal für die Zukunft. Wow! Das passiert dann so unvorhersehbar. Na, eigentlich nicht unvorhersehbar, dass sich ausnahmsweise einigermaßen physikalisch korrekt verhält. Trotzdem. Es ist relativ schnell. Und dafür, dass der ganze Rest in diesem Spiel meistens eher langsam sich bewegt, erwischt es einen gerne auf dem falschen Fuß. Das war schon mal gut. Ich lasse das jetzt aber trotzdem auch noch... Upsa! Trotzdem nochmal nach unten klappen, um mich da umzusehen. Ich setze mich mal in diese kleine Klaue rein, die sich da bildet. Aber in diesem Fall ist da unten wohl echt nichts. Hm? Na gut. Die Kugel aus der Bazooka des Shy Guys, die kann man übrigens nicht essen. Hätte ich das jetzt von da aus machen sollen? Naja, ich kann es ja mal probieren, ob ich hier noch dran komme. Aber die Kamera ist nicht mein Freund. Nee. Ah, eine Grinseblume ist es. Ja, die lässt sich immerhin leicht einsammeln mit Hilfe eines Eis. Zweite von zwei. Da ist Kamek. Es sind übrigens nur noch drei Kunstgewerke übrig. Ich habe vorhin mal einen Blick in die Sammlung geworfen. Oh Gott, jetzt stürze ich dann gleich ab. Aber richtig billig. Oh, jetzt ist es soweit. Ich wollte doch nur gucken, ob sie da unten irgendwas versteckt haben. Weil sie es jetzt am Anfang einmal gemacht haben. Und bisher aber nicht mehr. Na gut, damit muss ich wohl alles aufgeben, was ich bereits gesammelt habe. Denn wie wir wissen... Oh, da geht's aber noch ganz schön tief runter. Wie wir wissen, stirbt man hier sofort, wenn man in den Abgrund fällt. Und wird nicht zurückgesetzt. Zurück zur Weltkarte, ich beende das Spiel. Nein, Spaß. Ah, dass aber dann alles weg ist, was man bisher eingesammelt hat, das ist wirklich böse. Das ist echt bösartig. Oh, der wollte mich aber unbedingt dran kriegen. Ich kann mich auch nicht entscheiden, wie ich das hier machen soll. Aber ich denke, es ist nicht komplett verkehrt, wenn ich es von der Seite aus abschieße. Von der anderen wird es wahrscheinlich auch gehen, aber es ist halt nicht im Bild. Die Kamera macht da nicht mit. Ja, ja, man soll warten, bis sich das komplett aufgestellt hat. Und im nächsten Atemzug fällt es dann auch schon auseinander. So, jetzt muss ich mir das hier auffangen. Mhm. Ich suche jetzt mal nicht nach unsichtbaren Fragezeichenblöcken. Hier könnte es noch weiter nach oben gehen. Nein, das wollte ich nicht. Da oben ist tatsächlich was. Wenn ich diese Shy Guy Leiter cleverer benutzt hätte, komme ich da trotzdem noch irgendwie hoch? Toll, jetzt bleibe ich am einzigen harten Block hängen, der sich da oben befindet. So. Ach so, Eier gibt's hier. Ich meine, das ist ein wertvolles Gut in diesen Spezialleveln, aber trotzdem. Hm. Oh. Ja, jetzt habe ich es mir aber ein bisschen verbaut. Jetzt komme ich da nämlich tatsächlich nicht mehr hoch. Vielleicht kann ich das auf der anderen Seite ein bisschen besser machen. Wenn ich nur die hier aus dem Weg schieße.
Jetzt mache ich die Eier nochmal voll. Nicht runterfallen. Das ist das erste Level, wo man wirklich etwas mehr erkunden muss. Aua! Da ist auch noch was versteckt. Ich kann jetzt aber nicht alle von diesen Blöcken kaputt machen. Komm. Na gut, dann mache ich es halt mit einem Ei. Yeah. So, jetzt nochmal. Also hier geht's sowieso direkt hoch. Also alles umsonst, was ich gemacht habe. Vorhin hat es nicht geklappt, aber von der Eierstation aus ist das wunderbar. Da war doch gerade eben noch was. Jetzt kommt's runter. Hätte mich beinahe weggefegt. Wäre lustig gewesen. Hätte mich an den Anfang des Levels zurückgeschlagen. Da ist ein Pfeil, der noch weiter nach oben führt. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt mal ganz im Ernst, das ist der richtige Weg. Ne? Ich habe hier überhaupt nichts Spezielles gefunden. Das ist einfach nur der Weg, wie das Level weitergeht. Und wahrscheinlich wäre da unten rechts noch irgendwas versteckt gewesen. Ich habe aber auch so ein Talent, immer irgendwelche Wege zu finden und zu glauben, sie wären speziell. Da hinten ist das Geschenk. Das nehme ich doch direkt mal... No! Das nehme ich doch direkt mal mit, wenn diese Stange hier nicht was dagegen hätte. Das muss ich irgendwie von hier aus machen. So. Weil sonst schieße ich nur wieder die Hintergrundwand ab. Man kennt das ja. Nox! Komme ich da noch drauf? Sehr gut. Eine Grinseblume ist das wert. Hier ist man wieder komplett auf den Flatterflug angewiesen. Sonst kommt man hier ja nirgendwo hin. Wo willst du mich hinhaben? Ach, das geht so gar nicht. Warum denn nicht? Man muss sich da echt einmal noch komplett runterfallen lassen und erneut hochdrehen. Mhm. Ich meine, man könnte noch immer Eier schießen, aber solange es funktioniert, es mit Yoshis Körper einzusammeln, mache ich lieber das. Jetzt sind da unten nochmal Münzen erschienen. Jetzt will er es aber echt wissen, du. Okay, ein letztes Mal. Also die Plattform hier hat sich ja echt gelohnt. So, ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Das nächste Mal sehen wir uns in der Hölle wieder. Boing. Das ist ein Block, den man zerstören kann. Ist das eine kluge Idee, das zu versuchen? Hm. Ja, komm, machen wir mal. Da ist tatsächlich was dahinter. Und es ist eine rote Münze. Wow. Jetzt muss ich ja wieder alle Blöcke zerstören, mehr oder weniger, um da komplett sicher zu sein. Okay, Stampfattacke ist keine gute Idee. Es sei denn, es würde mir gelingen, die irgendwie zu canceln. Da will ich jetzt... Au! Dang it. Da will ich jetzt aber nicht zu viel von mir verlangen. Okay. Jetzt will ich da eigentlich schon mal ganz oben drauf. Dann habe ich die vorteilhaftere Position. Ist aber auch furchtbar eng hier. Ich weiß gar nicht, was passiert. Es war überhaupt... Nichts davon war Absicht. Obwohl doch, es war alles Absicht, natürlich. Nein, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt hätte mich das echt fast runtergedrückt. Aber fast ist eben nur fast. Haha. Ich habe so einen übelsten Dusel, wenn jetzt nicht dann so langsam wieder Herzen kommen. Ich meine, dass ich die Herzen voll kriege ins Ziel, das kann ich schon mal vergessen. Oh Gott, hoffentlich ist das kein bösartiges Spiel. Es sind blaue Münzen. Hoffentlich kriege ich die. Nein, das darf nicht passieren. Jetzt nehme ich das noch mit. Ja, das war's. Das muss perfekt passen von Anfang an. What? Wenn man da einen kleinen Fehler macht. Nein, jetzt kann ich das alles nochmal von vorne machen. Wow, die Level sind echt brutal, was das angeht. Die sind super brutal. Ich bin echt zu doof. Ich bin echt zu doof, um diese Plattform zu benutzen. Ja. Ja, komm. Die sind... Also die ist bekloppt. Die Plattform da ist echt bekloppt. So, ist jetzt hier rechts noch was? Oder... Nö. Ich habe da noch nicht mal was verpasst. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, dass ich das jetzt nochmal spiele. Ja, dann gucke ich mal da unten. Da ist aber wohl auch nichts mehr. Danke, Yoshi, dass du das noch hingekriegt hast. Und... noch nicht ganz. Wow.
Nicht mal mit Hilfe des Flatterflugs. So. Jetzt habe ich mir hier fast den kompletten Boden weggenommen. Damit kann ich aber einigermaßen leben. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo hier überall was drin war. Ich mache einfach alles auf. Die Gefahr, ich liebe die Gefahr. Was? Seit wann ist da nichts mehr drin? War das vorhin auch schon so? Ach, guck mal. Ich glaube, die habe ich letztes Mal nicht eingesammelt. So tief bin ich, glaube ich, nicht mehr gegangen. Da sind noch eine ganze Menge. Zwei Stück. Und eine unsichtbare Wolke? Jetzt übertreiben sie aber komplett, oder? Was war jetzt da drin? Noch eine Münze, eine einzelne Münze. Das ist schon heftig. Das ist echt krass. Ich wäre ja schon glücklich, wenn ich das, was ich jetzt habe, einfach mal durchbringen könnte. Dass ich das Ende des Levels... Das Ende des Levels sehe. Das ist halt... Oh, geht das auf den Zeiger, ne? Dass die so langsam sich bewegen. Und dann fallen sie wieder zurück. Und dann... Nein, was ist das denn jetzt? Das könnte auch ein bisschen besser im Bild sein. Nörgel, Nörgel, Nörgel. Am meisten Sorgen macht mir ja sowieso noch... Das ist absichtlich so gemein gemacht. So gefährlich. Jetzt ist mir ein Herz darunter gefallen. Also kann ich die Herzen auch schon mal wieder vergessen. Mhm. Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, dieses Minispiel mit den blauen Münzen. Das wird schwierig. Ja, gleicher Troll wie vorhin. Gleicher Troll wie vorhin. Dann mache ich halt erst das hier. Okay. Und kümmere mich jetzt um das Geschenk. Der Musikstil ist ein bisschen mehr an Yoshi's Woolly World angelehnt jetzt. Nicht mehr diese quäkigen Instrumente, die für den Rest des Soundtracks benutzt wurden. Finde ich echt gut. So, jetzt bin ich mal wieder hier oben. Und könnte nach da drüben fliegen. Da ist aber nur so ein Kamek. Wo kam das denn jetzt her? Der schießt mich da aus 5 Meter aus dem Off. Eins um die Ohren. Okay. Holen wir das noch ab. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen in der Luft, bis sich die Plattform nach oben bequemt. Perfekt. Wo bin ich eigentlich abgestürzt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass hier sehr böse eine Münze drin. Versteh! Nein! Wie konnte ich davon denn jetzt abspringen? Die sind echt janky. Die Plattformen sind janky. Das muss man sagen. Das Risiko. Ich liebe es. Wie habe ich das jetzt beim letzten Mal gemacht? Ich glaube, den Block aus dem Weg geschossen und mich anschließend hier auffangen lassen. Ja. Ich denke, das ist auch das Cleverste. Ich muss wieder unfassbar nah am Ziel gestorben sein. Weil ich habe ja jetzt 16 Münzen. Und 4 Grinseblumen. Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, ob da was war. Ich glaube fast nicht, ne? Ich glaube fast, da war gar nichts. Juhu! Okay, diesmal merke ich es mir. Da ist nichts. Muss ich mir fürs nächste Mal um... Jetzt bleibe ich da hängen. Wieso? Wieso ist das Spiel so gemein? Kann ich es jetzt schon wieder nicht mehr retten? Natürlich nicht. No, das drückt einen immer weiter nach unten. Mann, oh. Also hier ist nichts drin. Das ist super wichtig zu wissen. Sonst begibt man sich hier nämlich nur unnötig in Gefahr. Hey, warum machst du das kaputt? Also, wann will ich hier eigentlich los? So ziemlich dann, wenn sich das hier vollständig aufgedröselt hat. Wieso bin ich denn jetzt so langsam?
Na, natürlich belasse ich wieder eine aus. Ist gleiches, gleiche Scheiße wie letztes Mal. Und das sind sogar noch mehr. Man bleibt da jedes Mal so komisch an der Kante hängen. Das kann man fast nicht verhindern. Man muss da ja so präzise hinten runterrennen. Aber irgendwie sind die Plattformen ein bisschen größer, als sie aussehen. Und man bleibt dann da dran hängen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich einigermaßen froh, zumindest irgendwas gefunden zu haben und das jetzt mal ins Ziel zu bringen. Wow. Wenn es Kaizo Mario schon nicht schafft, mich auf die Palme zu bringen, dann muss es eben Yoshi richten, ne? Hey, was macht der da oben? Der versteckt noch was. Die restlichen vier. Wow. Ich glaube, nirgendwo sonst im Level gab es so viele auf einem Haufen. Dann muss ich jetzt echt nur noch die Blume einsammeln. Also die blauen Münzen. Und natürlich reißt es mich wieder nach unten. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn man nicht jedes Mal eine 5 Stunden warten müsste, bis das dann wieder hier sich aufbaut. Bis das vollkommen erigiert ist. Boah! Okay, jetzt verlasse ich dann gleich das Gebäude. Banzai Chuck has left the building. Ich will halt ein bisschen früher los. Wie wäre es, wenn ich dann los... Wenn sich diese Boxen dort befinden... wo diese ausgestrichelten Dinger sind. Ja, das hätte ich wahrscheinlich machen sollen, denn jetzt bin ich schon wieder viel zu weit im Hintertreffen und darf das Level nochmal von vorne spielen. Egal, die roten Münzen habe ich ja. Das heißt, jetzt fehlt wirklich nur noch die Blume. Okay, nicht veräppeln lassen, das dreht sich jetzt nochmal sehr langsam erst weiter. Wenn ich hier nur mal einen besseren Start hinkriegen könnte. Ich krieg's aber halt echt nicht gebacken. Jo, danke. Puh. Ich bin jetzt echt schon bei der 35-Minuten-Marke, obwohl ich nur 3 oder 4 Mal gestorben bin. Diese Plattform. Man muss wirklich pro Plattform 10 bis 15 Sekunden warten, bevor man sich wieder bewegen kann. Bevor man endlich weiterkommt. Das ist das Schlimmste, was jemals im Bereich Videospiele erfunden wurden, diese Plattformen. Es gibt nichts Schlimmeres. Jetzt könnte ich, ob ihr es glaubt oder nicht, echt ein paar Kunstgewerke vertragen, ja? Um mich zu beruhigen und wieder runterzukommen. Bitte, gib sie mir. Ich brauche Hotel Jillian, aber wo waren sie noch gleich? Ah ja, Land der Mysterien, los geht's. Ich benötige Folgendes, 5 Plastik-Baby-Bowser. Die habe ich im ersten Level gesehen. Einfach mit einem Ei abwerfen. Im ersten Level. Ja, die habe ich auch gesehen. Ah, totale Entspannung. Kunstgewerke. Auf geht's. Da haben wir auch schon den ersten. Hängt da so frivol in der Ecke rum. Als hätte dieses Spiel überhaupt nichts Böses zu bieten. Hey, da ist ja schon der nächste. Machen mir die Plattformen auch schon Probleme. So langsam fange ich ja wirklich an zu glauben, dass es gar nicht an den Plattformen liegt, sondern an mir. So weit hat mich das Spiel schon getrieben, dass ich den Glauben in mich selbst verliere. Bowser! Jetzt habe ich keine Eier mehr. Zum Glück fliegen hier genügend rum in Form von Shy Guys. Das ist schon der vierte. Und da hinten hängt auch schon der letzte. Na, immerhin das haben sie hier nicht auch noch zur Tortur gemacht. Level beenden. Ratsch. Da fällt mir gerade ein, ich brauche ja noch die Herzen im Level von gerade eben. Die habe ich nämlich wieder nicht durchgebracht. Aber jetzt, das Level hat mich schon zu sehr herausgefordert. Also das mache ich jetzt nicht mit Kostüm. Juhu, Plastic Baby Bowser gefunden. Ah, wie wohl hast du überein? Dankeschön, Herr Barrikarton. Blumen sauber jeden Mal länger auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schenken wir einfach Blumen. Das wäre ein Wunder. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige 5 Plastik-Yoshis.
Ich hab so irgendwo im zweiten Level. Einmal mit einem Eimer werfen. Ja, das mach ich. Soll ich das jetzt gleich noch machen? Nee, ich brauche jetzt erstmal eine größere Pause. Nachdem ich hier die Herzen durchgebracht habe. Das muss ich jetzt. Ach nee, das habe ich geschafft! Okay, ich habe nichts gesagt. Ich bin der Champ und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.